Habe die Ehre. Und heute muss ich mal euch eine kleine Story erzählen. Nämlich, wer kennt's nicht? Ihr geht einkaufen in so einem richtig riesen Geschäft, ja? Bei uns in Wien ist das übrigens das Donauzentrum. Keine Ahnung, vielleicht kennen das ja ein paar von euch. Da war ich einkaufen mit meiner Mutter, okay? Also nicht einkaufen im Sinne von, keine Ahnung, wir waren halt dort, ich weiß nicht, wegen Arzt oder irgendwie so, keine Ahnung. Also waren wir nicht einkaufen, wir waren beim Arzt, lal. Und dann, als wir fertig beim Arzt waren, also der Arzt hat gesagt, wir sind fertig, sind wir runtergegangen und vielleicht wissen es einige von euch, wenn man in die Garage kommt, muss man ja rausfahren. Und da braucht man ja immer so eine Karte oder irgendwie so, damit man da piepen raus kann. Und ja, das mussten wir uns eben holen. Und da gibt es dann Automaten, wo du dafür zahlen musst, damit du das, ich denke, ihr kennt das eh. Und als meine Mutter und ich dahin kamen, stand da so eine Frau, die vor dem Automaten stand, geheult hat, mit einem, ich schätze ihn mal auf 16-jährigen Burschen neben ihr. Und aus dem Automaten kam eine Stimme. Also die Stimme war wahrscheinlich, weil die Frau ein Problem hatte und der Typ hat ihr halt geholfen vom Automaten heraus. Aber die Frau hat geheult und zwar wirklich am Spieß. Die hatte halt gesagt sowas von mir, ich bin gerade im 9. Monat und ich habe das Geld gerade nicht da. Der Automat hat das aufgefressen. Und der vom Automaten hat gerade so irgendwas gesagt von wegen, ja bitte Madame, du, wir müssen das jetzt anders regeln. Sie gehen oben hinauf und holen sich etwas Neues von dort und dann kommen sie wieder zurück. Aber ich will nicht, das ist wieder zu viel Aufwand und ich habe so viel Stress. Ich und meine Mutter standen dahinter, weil wir wollten halt auch zu diesem Automat. Aber das Beste war einfach ihr Sohn. Denn die Mutter war halt so, oh mein Gott, das ist so alles so stressig und bitte mein Sohn, halt das mal ganz kurz. Ich bin im 9. Monat. Der Junge, der ist einfach da gestanden, ohne jegliche Gesichtszüge, rein gar nichts. Der hat alles mitgemacht, aber innerlich in seinem Kopf war es wahrscheinlich schon so, meine Fresse. Was mache ich hier überhaupt? Und meine Mutter hat das Ganze also zugesehen, so normal. Ich musste mir so hart einen Lachkrampf verkneifen. Weil, keine Ahnung, die weint da, der Sohn macht alles mit von der. Und ich stehe da hinten, lache mir einen ab. Und meine Mutter schaut noch so ruhig zu. Und der vom Automaten bleibt ganz ruhig und sagt der Frau tausendmal, dass sie raufgehen soll, irgendwas da holen und dann wieder runterkommen soll. Die Frau sagt, bitte geben Sie mir Karte, damit der Schranken aufgeht. Ja, und irgendwann hat es dann die Frau auch nicht mehr gepackt, ist weggegangen von dem Automaten hoch, sich das holen. Und da waren wir dran, haben uns diese Karte geholt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Karte ist. Auf jeden Fall irgendwas, damit man halt rauskommt. So ein Code oder so, I don't know. Damit halt dieser Schranken aufgeht, wo man in die Garage reingefahren ist mit dem Auto. Und dann kommt wirklich das Allerbeste. Meine Mutter und ich ja steigen ins Auto, dann fahren wir raus zum Schranken und wir sehen, der Schranken ist kaputt. Offen. Und ja, man konnte auch ohne diesen Code durchfahren. Bedeutet, die Frau hat sich da umsonst den Arsch ausgeheult, schwanger natürlich, und ist dann nochmal hochgelaufen, um sich diese Karte zu holen, wenn sie dann im Endeffekt sehen kann, dass dieser scheiß Schranken offen steht. Also gefühlt kann man sagen, danach hat sie ihr Kind definitiv bekommen. Dann hat der Sohn endlich mal einen Bruder, mit dem er sich gemeinsam langweilen kann, wenn seine Mutter wieder am Ausrasten ist. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte die Story ein bisschen zum Lachen bringen und... Das ist eine kleine Sache.